Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video heute. Ja, heute möchte ich gern nochmal über das Thema Pille sprechen und ich hatte da ja schon vor kurzem ein Video gemacht und habe dann so ein bisschen Aufklärung betrieben, was denn eigentlich die Pille mit unserem Körper anstellt, was uns gar nicht so gesagt wird. Und heute möchte ich gern noch ein bisschen mehr auf das Thema Praxiserfahrung eingehen und aus der Praxis sprechen mit meinen Kunden, was ich da eigentlich für Erfahrungen gemacht habe. Und da möchte ich heute einen ganz speziellen Punkt ansprechen. Bevor ich das aber mache, möchte ich erst noch mal ein bisschen über die Pille sprechen. Also, die Pille liefert Östrogene oder östrogenartige Stoffe, zum Beispiel Gestagene, das sind künstliche Hormone, die östrogenartig wirken. Jetzt gibt es zu dem Östrogen ein Gegenspielerhormon, das nennt sich Progesteron. Das Progesteron ist für uns Frauen ein ganz wichtiges Hormon, das verursacht nämlich, dass wir uns wohlfühlen und dass wir keine Stimmungsschwankungen haben und dass wir keine Hitzewallungen haben und dass wir gut schlafen können und dass wir eine schöne Haut haben und dass wir keinen Haarausfall haben und dass wir keine Menstruationsbeschwerden haben und dass wir keine Schleimhauttrockenheit haben und auch, dass wir zum Beispiel keine Wechseljahrsbeschwerden haben. Aber ein kleines Problem besteht, und zwar, wenn man die Pille nimmt, erhöht man die Menge an Östrogene oder die östrogenartigen Stoffe im Körper und gleichzeitig reduziert sich das Progesteron. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass der Körper merkt, dass er eigentlich diese Östrogene gar nicht haben möchte. Er merkt, das sind künstliche Östrogene. Für unseren Körper ist das eigentlich sowas wie eine Toxinbelastung, also eine Giftbelastung in Anführungszeichen. Und er möchte die entgiften. Also entgiftet er die über die Leber. Und wenn man jetzt aber konstant die Pille nimmt und 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 das über viele Jahre oder sogar teilweise Jahrzehnte, dann kann es sein, dass die Leber irgendwann nicht mehr so mitmacht und Entgiftungsprobleme bekommt. Und dann bleiben diese Östrogene im Körper und können nicht mehr entgiftet werden. Und dann sinkt natürlich, wie ich das vorher schon erklärt habe, das Progesteron. Und dann kann man eben diese Phänomene bekommen, die ich heute schon angesprochen habe. Ne? Menstruationsbeschwerden als Beispiel, Hitzewallungen, Hautprobleme, Haarprobleme, Stimmungsschwankungen und so weiter und so fort. Was ich jetzt aber heute speziell ansprechen möchte, ist was ganz anderes, und zwar meine eigene Praxiserfahrung. Ich habe viele junge Frauen, die die Pille absetzen wollen oder schon abgesetzt haben. Und viele haben auch Angst, die Pille abzusetzen, ne? Vor diesen Symptomen, die ich vorher genannt habe, also zum Beispiel Hautprobleme oder dass sie Stimmungsschwankungen haben können oder dass ihre Periode nicht mehr kommt, was auch immer. Sie haben auf jeden Fall gewisse Ängste. Und das Problem, was bei der Pille sehr hervorstechend ist, ist, dass der Körper eigentlich seine eigene Östrogenproduktion herunterfährt, wenn er merkt, oh, da kommen ja ganz viele Östrogene rein, woher auch immer, ist jetzt mal egal, dann fährt er seine eigene Östrogenproduktion runter. Und wenn die Mädels dann die Pille absetzen, kann es sein, dass der Körper viel zu wenig Progesteron hat, was sowieso meiner Erfahrung nach zu 90% der Fall ist, aber auch viel zu wenig Östrogene. Das heißt, ich habe schon viele junge Mädels gehabt mit 26, mit 28, mit 32, mit 35, die eigentlich ein Hormonbild hatten wie eine Frau in den Wechseljahren bzw. nach den Wechseljahren. Und das muss man sich bewusst machen. Man muss sich klar machen, was eigentlich diese kleine Pille mit unserem Körper anrichtet und dass dadurch, dass dann die Hormone in Anführungszeichen nicht mehr in der Balance sind, nachdem man die Pille absetzt, man das Problem hat, dass man zum Beispiel wirklich Hautunreinheiten bekommt, Stimmungsschwankungen bekommt oder dass man nicht mehr schwanger werden kann oder im Worst Case, dass man Fehlgeburten hat und dass man vielleicht sogar Hitzewallungen bekommen kann. Also ich habe schon junge Mädels, die haben wirklich Phänomene wie Frauen in bzw. nach den Wechseljahren. Und wenn man dann wirklich jemand vor sich hat, der gerade mal 30 ist oder 32 und der hat ein Hormonbild wie eine Frau, die ich betreue, die normalerweise 58 ist oder 56, dann ist das schon ganz schön erschreckend und dann wird einem eigentlich selber bewusst und deswegen mache ich heute auch das Video, was denn eigentlich wirklich diese kleine Pille mit unserem Körper anrichtet. Und es geht hier ja auch um unsere Gesundheit. Es geht ja einfach darum, was passiert denn mit unserem Körper, wenn wir die Pille nehmen? Und zwar vielleicht jetzt nicht nur ein paar Monate, sondern vielleicht Jahre oder teilweise sogar Jahrzehnte. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schade, dass da viel zu wenig Aufklärung darüber betrieben wird, weil jede Frau hat eigentlich das Recht zu erfahren, was mit ihr passiert, beziehungsweise was mit ihrer Gesundheit passiert, wenn sie die Pille nimmt. Und aus dem Grund habe ich mir eben überlegt, dieses Video heute zu drehen, sodass ihr wirklich einfach Informationen bekommt, was denn wirklich in eurem Körper abgeht.
Und mir persönlich geht es so, dass ich da einfach dann eine Abneigung dagegen entwickle. Natürlich persönlich sowieso, aber auch für meine Kunden, weil ich einfach weiß, dass es schlussendlich irgendwo unsere Gesundheit kaputt macht, Organe belastet, den Hormonhaushalt völlig durcheinander bringt, auch wenn die Pille im ersten Moment vielleicht bei gewissen Problematiken wie Menstruationsbeschwerden oder Akne helfen würde. Das ist aber eher eine Symptombehandlung, das ist keine Ursachenhandhabung. Man geht da nicht die Ursache an. Warum hat die Person Akne? Warum hat die Person Menstruationsbeschwerden? Weil das sind Phänomene, die sind normalerweise, wenn die Hormone von vornherein im Gleichgewicht wären, wären diese Phänomene gar nicht da. Und indem man die Pille nimmt, macht man eine gewisse Symptombehandlung und ja, man hat auch Verbesserungen, aber man geht nie die Ursache an. Und es gibt dann auch wirklich viele Mädels, die haben einfach Angst, die Pille abzusetzen, weil sie vielleicht Angst haben, dass sie wieder eine schlechte Haut bekommen oder wieder Menstruationsbeschwerden oder ganz starke Blutungen oder was auch immer. Aber die eigentliche Lösung ist trotzdem, die Pille abzusetzen und den Hormonhaushalt auf natürliche Art und Weise einfach ein für alle Mal ins Gleichgewicht zu bringen, sodass man diese Problematiken gar nicht mehr hat. Ich hoffe, dass ich mit dem Video heute vielen Leuten helfen kann. Mir liegt es wirklich sehr am Herzen. Ich möchte die Gesundheit der Leute wirklich bewahren, sodass wir einfach einen guten Körper haben, einen funktionierenden Körper, einen gesunden Körper. Und wenn es irgendwelche Fragen zu diesem Video gibt, dürft ihr natürlich gern unten in die Kommentare reinposten. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall heute noch einen schönen Tag.